Ich lese das Solinger Tageblatt von Samstag, den 18. Januar 2020. Und unter dem Titelbild Rhein-Ruhr City 2032 heißt es: Im Interview sprechen Sportmanager Michael Mronz und RWTH-Professor Günther Schuh über ausgereifte Pläne für Olympia 2023 und neue Verkehrsvisionen in NRW durch das Konzept Rhein-Ruhr City 2032. Im Juli dieses Jahres wollen die Initiatoren Aussagen zu den möglichen Kosten einer Bewerbung machen. Außerdem vier mögliche Orte für ein olympisches Dorf benennen und eine Bürgerbefragung soll kommen. Und es handelt sich um eine Fotomontage. Tschüss.